Willkommen! Willkommen bei SpellForce. SpellForce 1. Und wir werden jetzt zwar dieses Spiel ein bisschen, ja, wir werden das Spiel spielen. Das ist zum ersten Mal jetzt hier ein SpellForce-Teil auf bei mir auf dem Kanal. Und es geht los natürlich mit dem ganz alten ersten Teil, welcher sehr gebrechlich ist, absturzgefährdet, und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich habe hier ein paar Sachen noch nebenbei installiert, also wie zum Beispiel den Breitbild-Hack, dass das Spiel dann nicht in den Ecken so schwarze Ränder hat, sondern dass es alles komplett den ganzen Bildschirm erfüllt. Das habe ich zum Beispiel installiert, und ich habe, was man übrigens installieren muss, einen kleinen DirectX Hack installiert. Also wenn es hackt, ist nicht DirectX oder so, nein, es dient einfach nur dazu, dass man speichern kann in dem Spiel, weil ansonsten speichert das Spiel nämlich nicht. Also es speichert, also es will halt speichern und stürzt dann dabei ab. Das passiert dann halt. Und wenn man diesen DirectX Hack installiert, dann geht das halt. Dann kann er halt speichern, und dann war irgendwie was, ich weiß nicht, aber irgendwas fehlt, glaube ich, bei DirectX, und wenn man das nachinstalliert, dann geht das alles. Und dass dieses Spiel auch super schlimm macht, ehrlich gesagt, ist das... Also ich kenne das ja, und ich weiß, dass es auch schon damals so war, aber... Alter Schwede, die Lautstärke, ja, also ich weiß nicht... Es ist so schlimm. Ich habe übrigens auch beim letzten Versuch, wo mir das aufnahmetechnisch, wo mir das abgeschmiert ist, die Lautstärke eingestellt, hier ein bisschen leiser gemacht und so was alles. Hat alles nichts gebracht, aber den Regler habe ich verstellt. Der hat sich wieder zurückgesetzt. Ich verstehe es aber nicht. Ich muss mal gucken. Ah, ist ein bisschen leiser geworden, ne? Ah. Ich glaube, wir lassen jetzt erstmal auf dieser Einstellung. Wenn es ein bisschen zu leise ist, dann sorry, aber wenn ich es... entweder mache ich es zu leise oder ich mache es einfach zu laut. Aber das ist einfach doof. Also wir spielen jetzt auf dieser Lautstärke. Erstmal. Wir machen die... The Order of Dawn Kampagne, glaube ich, so heißt die erste, ne? Die Standard-Hauptkampagne. Die spielen wir, und ich hoffe mal, dass das Spiel mir nicht abstürzt, weil nach der Intro-Sequenz, die wir dann gleich sehen werden, ist mir das Spiel beim Laden abgestürzt. Das ist nicht so geil. Wir machen uns einen vorgefertigten Charakter, einen Waldläufer, nennen den so. Und dann würde ich, das heißt übrigens Dragon Dawn und nicht Dragon Darm, weil das R und N, wenn man das hintereinander schreibt, aussieht wie ein M. Das nicht wundern. Ja, dann hoffe ich, dass das funktioniert und das Spiel nicht abstürzt. Den Prolog machen wir übrigens mit, für diejenigen, die... machen wir mit und nicht anhaken, so. Für diejenigen, die halt SpellForce nicht kennen, für die ist das eigentlich mal ganz gut, zumindest zu sehen, wie das so ist. Und... eigentlich auch für mich, weil ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Und zwar der dritte Teil. Ich weiß nicht, ob der sogar schon draußen ist, wenn ich das Projekt hier veröffentliche. Aber ich habe allgemein SpellForce lange nicht mehr gespielt, deswegen ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir den Prolog mitnehmen. Also das Tutorial quasi. Dann geht's also los. Alles begann mit der Entdeckung des Allfeuers und dem Geheimnis der Konvokation. 13 Magier, verblendet, getrieben von der Gier nach göttlicher Macht, und unter der Knechtschaft des Zirkels entfesselten ihre Armeen den Tod, gebunden an die Kraft uralter Rohnen, verflucht zu ewigem Leben und ewigem Sterben. Bis der letzte Tag des alten Zeitalters angebrochen war. Seid ihr gekommen, um Zeuge meines endgültigen Triumphes zu werden, alter Mann? Nein, nur Zeuge eures Untergangs. Ihr könnt nicht gewinnen. Die Konvokation ist eine Lüge. Sie wird uns alle vernichten. Oh, ist das so? Gewesen. Der einzige Narr seid ihr. Ihr hättet nicht kommen sollen. Es lädt. Super. Alles klar, das war das Intro. Und dann werden wir gleich erklärt bekommen, was denn SpellForce eigentlich ist. Tahira! Rohn schickt uns. Er braucht die Macht der Runenkrieger. Die Nordreiche sind in Gefahr. Rohn weiß, dass ich nie wieder einem Zirkelmagier dienen werde. Meine Kräfte sind verbraucht. Ich habe genug Leid und Blutvergießen gesehen. Rohn wird sich jemand anderen suchen müssen. Deshalb schickt er uns ja. Irgendwo in diesen Landen liegt eine ganz besondere Rune verborgen. Wir sind hier, um sie zu suchen. Aber wir wurden angegriffen und Lev ist verletzt. Er braucht deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Dann bleibt mir wohl kaum eine Wahl. Also gut, ich werde euch helfen. Wo ist Lev? Ich habe ihn irgendwo dort hinter dem Tor aus den Augen verloren. Ich hoffe, er lebt noch. Diese verfluchten Orks! Ich werde ihn suchen. Du bleibst hier, bei meiner Hütte. Danke, Tahira. Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen in der Welt von SpellForce. In diesem Prolog wird Ihnen das Spiel erklärt. Beginnen wir mit einigen allgemeinen Informationen. Ja. Ihr Hauptcharakter im Prolog heißt Tahira. Sie ist eine Mischung aus Kämpferin und Magierin. Wir nennen den Hauptcharakter zukünftig Avatar. Wenn Sie den Prolog gelöst haben, wird das Spiel mit dem von Ihnen vor dem Spielstart erstellten Avatar fortgesetzt. Ja, das ist schon sehr gut, ja. Ja, das freut mich. Immer wenn Sie den Mauszeiger über eine Schaltfläche oder ein Objekt halten, erscheint ein Hilfefenster unten links mit näheren Informationen. Ja, das ist so grünlich. Bläulich. Immer wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu klicken, ist ein Klick mit der linken Maustaste gemeint. Auf die rechte Maustaste wird bei Bedarf konkret hingewiesen. Okay. Wenn Sie auf die Schaltfläche Menü oben rechts klicken, können Sie das Spiel jederzeit speichern oder Spieleinstellungen verändern. Genau, das hier. Und das ist ganz wichtig. Ich speichere nämlich jetzt mal. Wenn ich jetzt diesen DirectX-Hack oder, also es wird halt als Hack da beschrieben, ob das jetzt wirklich ein Hack ist, keine Ahnung. Wenn man den jetzt nicht installiert hat, dann würde das Spiel jetzt beim Speichern abstürzen. Aber ich werde jetzt mal kurz gucken. Ich werde nämlich jetzt mal speichern und es speichern. Selektieren Sie Ihren Avatar, indem Sie mit der linken Maustaste in der Spielwelt auf Tahira klicken. So, das habe ich ja schon, also das hat das Spiel schon gemacht, aber wir machen das gerne nochmal. Sehr gut. Sie können den sichtbaren Bildausschnitt mit den Cursor-Tasten oder mit gedrückter rechter Maustaste verschieben. Sie können den Bildausschnitt ebenfalls verschieben, indem Sie den Mauszeiger zum jeweiligen Bildschirmrand bewegen. Eine selektierte Einheit wird durch einen farbigen Ring markiert. Eigene Einheiten erhalten einen grünen Ring, feindliche Einheiten einen roten Ring und neutrale oder verbündete Einheiten einen blauen Ring. Unten links sehen Sie die aktuell selektierten Einheiten und einige zusätzliche Informationen wie Name, Gesundheitszustand und Mana-Menge. Mit einem Mausklick auf den Porträt-Button oben links können Sie jederzeit Ihren Avatar selektieren. Wenn Sie auf dem Porträt-Button die rechte Maustaste klicken, dann wird der Bildausschnitt zu der entsprechenden Einheit bewegt. Bewegen Sie Tahira durch einen Klick mit der rechten Maustaste nach Osten den Weg entlang durch das offene Steintor bis zu dem Seelenfels, einem großen Steinbrocken. So, bevor ich das mache, gehe ich nochmal ins Menü. Kann ich hier das... Ja, ich kann die Option aufrufen. Die Soundeinstellungen... Heute nochmal ein bisschen lauter. Im Spiel irgendwie ziemlich leise. Ja, okay. Machen wir das so. Wir bewegen jetzt unsere Tahira. So können wir sie bewegen. Man kann auch die Maustaste übrigens die rechte gedrückt halten, dann hat man hier die Möglichkeit einfach mit dem Ziehen der Maus den Bildausschnitt zu bewegen. Alles ein paar, das sind alles so ein paar erweiterte Techniken, ich glaube die werden sogar im Tutorial nicht erklärt. Mit der Taste mit den Tasten WASD übrigens kann man auch die Kamera bewegen. Das ist normalerweise eigentlich nicht so üblich in alten Spielen, aber hier in SpellForce war das schon so, dass man mit WASD die Kamera auch bewegen kann, was ich sehr geil fand. Schon damals. So, da wo sollen wir hin? Zum Seelenfels. Der Seelenfels bietet einem Avatar die Möglichkeit, seine Rune mit diesem Ort zu verbinden. Falls Sie sterben, erscheinen Sie an dem zuletzt verwendeten Seelenfels. Feinde können allerdings ihre Verbindung zu einem Seelenfels unterbrechen, wodurch sie einen aktivierten Seelenfels auch wieder verlieren können. Selektieren Sie den Seelenfels mit einem Klick. Also im Endeffekt ist der Seelenfels so ein Spawnpunkt, ne? Also wenn man da jetzt einen Seelenfels erreicht hat, dann taucht man da wieder auf, wenn man stirbt. Also sehr praktisch, man sollte die durchaus mitnehmen. Achso. Am unteren Bildrand befindet sich die Aktionsleiste. Hier ist nun ein neues Symbol für Seelenfels aktivieren erschienen. Klicken Sie auf das Symbol. Der Seelenfels leuchtet auf und ist nun aktiv. Sie sind nun mit diesem Seelenfels verbunden. Unten rechts befindet sich die Übersichtskarte. Schwarze Bereiche sind noch unerforscht und werden automatisch aufgedeckt, wenn sie mit Einheiten in der Nähe sind. Ihr Avatar hat dabei einen besonders großen Sichtradius. Die Punkte in der Übersichtskarte haben unterschiedliche Farben. Grün steht für ihre eigenen, Rot für feindliche und Blau für neutrale oder verbündete Einheiten und Gebäude. Einige besondere Objekte wie Monumente sind gelb markiert. Gehen Sie den Weg weiter nach Osten. Okay, oh Moment, da muss ich erstmal wieder mein Handy hier anvisieren. Na, ich save auch mal. Ich glaube, es gibt keine Taste zum Saven, oder? Deswegen muss ich das alles immer so machen. SpellForce bietet die Möglichkeit, das Spielgeschehen auch aus verschiedenen Ansichten und sogar der Verfolgerperspektive, das heißt einer Perspektive direkt hinter Ihrem Avatar, zu erleben. Also eine normale Ansicht wie in allen MMOs. Zur Veränderung der Perspektive drücken Sie die Tasten Bild hoch, um hineinzuzoomen, und Bild runter, um herauszuzoomen. Oder Sie drehen einfach das Mausrad. Wenn Sie das Mausrad nach unten bewegen oder Bild runter drücken, geht die Kamera in eine fast senkrechte Perspektive. Wenn Sie nun das Mausrad nach oben drehen oder Bild hoch drücken, sehen Sie die normalen isometrischen Ansichten aus unterschiedlichen Entfernungen. Wechseln Sie nun in die Verfolgerperspektive, indem Sie noch weiter heranzoomen. Dies ist nur möglich, wenn sich Ihr Avatar im Bildausschnitt befindet. Genau, also der ist im Bildausschnitt und wenn ich jetzt ranzoome, dann hier bin ich in diesem Modus. In der Verfolgerperspektive steuern Sie direkt Ihren Avatar mit den Cursor-Tasten oder mit den Tasten ADSW. Das ist an wie eine Krankheit, ADSW. Wenn Sie die rechte Maustaste gedrückt halten, können Sie die Blickrichtung verändern. Ansonsten ist die Bedienung von SpellForce in dieser Perspektive identisch mit der isometrischen Ansicht. Folgen Sie in der Verfolgerperspektive dem Weg nach Osten bis zum nächsten Steintor. Alles klar. Ich muss aber sagen, dass ich diese Ansicht noch nie wirklich in SpellForce gemocht habe, also deswegen werde ich diese auch nicht wirklich benutzen. Weil dieses Spiel doch sehr auch auf strategiemäßig basiert. Also man hat halt so, natürlich solche Parts wie, man läuft hier rum und macht hier so mit seinem Helden, so MMO-RPG-Style natürlich, aber man hat auch diesen Age of Empires-Part mit drin, wo man dann halt eben Gebäude baut, Einheiten ausbildet und mit denen dann halt loszieht. Und da ist diese isometrische Ansicht allgemein besser geeignet, als hier so rumzulaufen in dieser Perspektive. Deswegen werde ich diese nicht nutzen. Aber da ich jetzt hier laut Tutorial das nutzen muss, mache ich das jetzt einfach mal. Sie können im Spiel jederzeit in die Verfolgerperspektive wechseln. Die Bedienungserklärungen gehen aber davon aus, dass Sie die isometrische Ansicht verwenden. Wechseln Sie mit dem Mausrad wieder in die normale isometrische Ansicht. Lupp. Hinter der nächsten Ecke lauert ein feindlicher Goblin. Er stellt keine große Gefahr dar. Wenn Sie den Mauszeiger über ihn halten, zeigt Ihnen ein Balken seinen Gesundheitszustand. Selektieren Sie Ihren Avatar und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Goblin. Ihr Avatar greift den Goblin an. Sobald er besiegt ist, geht es weiter. So, also das typische normale Angreifen, wie man es kennt, wenn so Strategie spielen. Wir werden angegriffen! Die Leiche des Goblins leuchtet, wodurch gekennzeichnet wird, dass er einen Gegenstand dabei hat. Diesen Gegenstand können Sie an sich nehmen. Ja. Stellen Sie sich in die Nähe des toten Goblins und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leiche. Am linken Bildrand sehen Sie dann, welche Gegenstände der Goblin bei sich trug. Nehmen Sie den Schild durch einen Klick mit, Er wird automatisch in Ihr Inventar einsortiert. Zack. Und das sieht jetzt alles so, also allgemein muss man ja mal dazu sagen, es sieht jetzt alles so ein bisschen aus wie Gothic 1, ne? Kann man ja durchaus damit vergleichen. Gut, das liegt natürlich einerseits daran, dass es JoWood published hat, ja. Es hat nicht, es ist nicht vom SpellForce-Entwickler, sag ich schon, vom Gothic-Entwickler, aber trotzdem hatte schon doch diesen bisschen, also der erste Teil zumindest, ein bisschen, ja, sag ich mal, Gothic-Charakter, so, also zumindest im Aussehen, ja. Das ändert sich dann mit dem zweiten Teil sehr drastisch, aber zumindest der erste Teil war so. Der Schild erhöht die Rüstungsklasse Ihres Avatars, wenn Sie ihn tragen. Mit einer höheren Rüstungsklasse verlieren Sie weniger Lebenspunkte, wenn ein Gegner Sie mit einer Waffe trifft. Um Ihr Inventar zu öffnen, klicken Sie den Rucksack unten in der Aktionsleiste oder die I-Taste. Ein Fenster öffnet sich und links sind nun verschiedene Rubriken Ihres Inventars anwählbar. Klicken Sie auf das Ringsymbol. Er steht für Ausrüstungsgegenstände. Geile Sache. Ich werde jetzt hier speichern. Zack. Natürlich speichern wir. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Tutorial, ja, also das ist am Anfang noch nicht so spannend, aber man sieht zumindest, wie das mit den Ausrüsten und so weiter und so fort schon alles funktioniert. Und dann, ja, werden wir dann aber auch, wenn wir das Tutorial durch haben, schön in das richtige Spiel gehen und mal sehen, ob ich das dann hinkriege. Das, ja, gibt durchaus in dem Spiel auch Stellen, die sind richtig nervig und schwer. Auch in dem Spiel, ich jetzt gerade nicht spiele, nämlich Ultra Low. Aber das werden wir schon hinkriegen. Es ist ein altes Spiel, es ist Nostalgie und es ist einfach gut. Ein richtig gutes Spiel. Ja. Also wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.